Journalismus, Literatur und Behindertenbetreuung, auch noch den Waggon am Kulturgleis. Vermutlich mit einem der kleinsten Kulturorte, den Deutschland so zu bieten hat. Aus dem heraus ist unser Festival, unser kleines, entstanden. Dieses Jahr nicht mehr ganz so klein. Festival für spielerische Digitalkultur. Heißt Bended Realities. Bended steht für Circuit Bending. Ich weiß nicht, wie weit das ein Begriff ist. Es ist in den 70er Jahren entstanden von Leuten, die nicht das Geld hatten, sich einen Synthesizer zu leisten und elektronisches Spielzeug umgebaut haben. Und Realities steht für alles. Wenn diese Haltung, die auch für Hacker, für die ganze kulturelle Entwicklung typisch ist, auf Gesellschaft stößt, was dann passiert. Festival letztes Jahr. Wir sehen zum Beispiel hier unten umgebaute ehemalige Super Nintendos, aus denen man sehr hübsche Sounds rausholen kann, aber auch sehr interessante Bilder. Man sollte hier rechts eigentlich ein Bild sehen von Gregory Engels, der ja auch hier ist, wie er Liquid Feedback erklärt hat. Ja, und wie man sieht in der Mitte, das Thema letztes Jahr war Hacking Politics. Wie sich Politik im Netzzeitalter verändert. Man sieht vielleicht ganz klein den Bundestag in die Platine eingebaut, was sozusagen sehr schnell das Thema rübergebracht hat. Es ist ein Festival, das versucht, sich an die Themen sowohl kulturell als halt auch inhaltlich mit Vorträgen und Diskussionen anzunähern. Und natürlich ganz wichtig, jedes Jahr auch immer gratis, mit einer winzig kleinen Förderung des Landes, Workshops, wo man selber Spielzeug auseinandernehmen und neu zusammenlöten und zu Instrumenten umbauen kann. So, dieses Jahr ist das große Schlagwort Gamification. Wird den meisten hier vermutlich ein Begriff sein, nehme ich an. Gamification meint zum Beispiel, was wir hier in der Mitte haben, ist ein schönes Spielprojekt, das krebskranken Kindern ermöglichen soll, aktiver mit ihrer Krankheit umzugehen. Das heißt, man kann in Form von netten kleinen Medikamentenfiguren Krebszellen zerstören zum Beispiel. In Gamification wird zurzeit zum Beispiel massiv von Krankenkassen investiert, um alle möglichen Gesundheitsapps zu erzeugen. Wir fassen das Thema aber natürlich auch ein bisschen weiter auf. Wir haben zum Beispiel als Gast Wolfi Christ, der das schöne Spiel Data Dealer entwickelt hat, hat heute übrigens internationalen Release. Sozusagen ein politisches Spiel, ein netzpolitisches Spiel, bei dem man lernen kann, wie mit den eigenen Daten umgegangen wird, wie man sie verlöchern kann. Also im Prinzip geht es darum, möglichst viele Daten von möglichst vielen Leuten zu sammeln. Eine sehr schöne Idee, wie ich finde. Ja, und hier sieht man dann sozusagen noch andere Teile, die dieses Jahr dabei sein werden. Das Gameboy-Orchester, das vor 10 Jahren eigentlich schon angefangen hat und für dieses kleine Festival diesmal nochmal extra zu Namen kommt. Oder auch Mr. Gelbart, den wir hier rechts sehen. Inzwischen ziemlich bekannter Musiker, auch Weiß international und die Backschule ziemlich abgefeiert, der aus allen möglichen alten Orgeln und Instrumenten wunderschöne neue Klangkompositionen schafft. Wir werden aber auch Talks und Diskussionen haben. Ich hoffe, wenn es Ihnen gesundheitlich möglich ist, mit Rossi Urks und auch Alan Shapiro, seines Zeichens am MIT und zurzeit Dozent an der HFG in Offenbach. Ja, und sozusagen einer unserer Stargäste ist der Digital Retro Park. Das sind zwei Vereine und eine Privatperson, die versuchen, ein digitales Museum im Rhein-Main-Gebiet zu realisieren.
Die verfügen über eine der größten Sammlungen in Deutschland von alten Arcade-Automaten, alten Rechnern, alten Spielekonsolen, haben ein sehr, sehr gutes Museumskonzept und suchen einen Standort und werden uns über diesem Festival mit alten Arcade-Automaten und alten Spielekonsolen und alten Computern glücken. Und ich weiß nicht, wie sehr jetzt hier Offenbacher vertreten sind, aber ich hoffe mal, dass vielen klar ist, was so ein Museum zum Beispiel, wenn wir es schaffen würden, es nach Offenbach zu holen, für Offenbach kulturell, für die digitale Kultur im weitesten Sinne und überhaupt bedeuten könnte. Also möchte ich herzlich dazu einladen, am Freitag dahin zu kommen. Ganz kurz am Ende noch, gibt natürlich Webseiten, es gibt den Bandit Realities Blog, wo das ganze Festivalprogramm zu sehen ist. Es gibt auch hier Programmflyer hier vorne. Und wir haben sozusagen eine kleine Tumblr-Sammlung aufgestellt namens Serious Alternatives, wo man sowohl Serious Games, also sowas wie zum Beispiel Gesundheits-Apps oder auch dieses Krebsspiel, das ich vorhin erwähnt habe, aber auch alle möglichen kleinen Alternative-Games sich angucken kann. Man wird auch einige ausprobieren können natürlich. Beide Sachen kann man sich natürlich im Netz angucken. Falls jemand denkt, ich wüsste da noch unbedingt ein besonders tolles Alternative oder Serious Game, das da unbedingt dabei sein müsste, einfach bei uns melden. Ja, danke.